Hallo Leute und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer kleinen, zum kleinen Guide, wie man den kleinen Feuerdrachen in 1-2 besiegt. Ich zeige euch das ein bisschen, den Weg dorthin und was ihr bei dem Drachen machen müsst, damit es auch ziemlich schnell geht. Ihr seht, ich bin jetzt gerade auf der Brücke, dort wo der Drachen immer rumfliegt und euch das Leben so, ja, so ein bisschen schwer macht. Und dass ihr hier ein bisschen leichter habt, zeige ich euch, wie man den killen kann. Ist zwar so ein bisschen eine cheesy Taktik, aber ja, es geht eigentlich recht gut und ja, recht fix. Ihr müsst sogar eine Viertelstunde einplanen damit, damit ihr den Down bekommt. Und ihr müsst natürlich auch ein paar Vorkehrungen treffen, die da wären. Ja, ihr braucht auf jeden Fall einen Bogen und Pfeile dementsprechend. Ihr seht, ich habe jetzt im Inventar 426 Pfeile, so viel brauchen wir natürlich nicht. Ich habe es bloß vorsichtshalber mal mehr gekauft oder gefarmt, damit uns die auch wirklich ausgehen zum Schluss. Dann würden wir nicht sau blöd da stehen, wenn der wieder resetten würde und wir haben keine Pfeile mehr. Also ich habe jetzt gebraucht 80 Pfeile circa. Habe mir das mal durchgerechnet. Und den Kompositbogen, den ihr habt, oder einen alten anderen Bogen, ich habe den auf Stufe 4 aufgewertet mit den dementsprechenden Materialien, die ihr hier alle in 1-2 und 1-1 findet. Das wären da die komischen Scherben von dem Glibberviechern und ihr braucht halt Seelen dafür. Genau, wenn ihr das gemacht habt, wie gesagt, ihr braucht Pfeile. Ich habe jetzt 80 Stück gebraucht. Wenn euer Bogen noch nicht so stark ist, braucht ihr natürlich dementsprechend mehr. Genau, ihr seht sie eh schon. Ich habe hier halt oben geklärt und der Drache kommt dann halt immer wieder hier lang geflogen. Genau, ich habe alles erstmal ein bisschen aufgeräumt, dass ich hier schön Platz habe. Und meinen Bogen rausgeholt, den Kompositbogen und genau, 426 Pfeile dabei. Da muss man sich ein bisschen in Position bringen. Man braucht vielleicht ein, zwei Schüsse, dass man die optimale Position hat. Dass man hier noch optimal trifft. Genau, den habe ich jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht getroffen. Ich habe da bei dem, wenn ihr hinten das Tor seht, so ein bisschen auf der linken Seite vom Tor ein bisschen unterhalb gezielt, bevor der Bogen anfängt. Und da hatte ich eigentlich meine optimale Position, muss ich sagen. Genau, ihr seht schon, da habe ich ihn getroffen. Ich habe ihn circa, ja, 16 bis 20 TP abgezogen pro Schuss und habe ungefähr, ja, eine Viertelstunde gebraucht, damit 80 Pfeile verbraucht und dann ist der auch gelegen. Ich werde euch jetzt aber nicht komplett den ganzen Ablauf hier zeigen, weil im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Der Drache kommt geflogen, man muss im richtigen Moment schießen und wenn er ein bisschen aufpasst, sieht er auch oben rechts dann, wenn er vorbeikommt, wenn ich getroffen habe, sieht man ganz kurz eine DP-Anzeige und das heißt, ihr habt ihn getroffen. Wir warten noch ein, zwei Mal. Genau, da habt ihr es ganz kurz gesehen. Es waren jetzt 16, habe ich abgezogen. Und wenn ihr das seht, Leute, dann habt ihr eigentlich schon die optimale Position. Und das Timing kommt von ganz alleine. Also ich habe eigentlich fast jeden Schuss getroffen. Genau. Gut, Leute, ich werde das Video jetzt an der Stelle schneiden und werde das ein bisschen vorlaufen lassen. Oder ihr seht halt dann den Schluss, wie ich das gemacht habe. Ich werde euch zum Schluss auch nochmal den Bogen zeigen, was ich da habe, auf was für eine Stufe der ist. Genau. Wenn euch das Video denn gefallen hat und ihr konntet damit ein bisschen was anfangen, würde ich mich sehr, sehr über Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Alles gern sehen, Leute. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich werde auch noch vielleicht ein kleines Tutorial machen zum Turmritter. Muss schauen, wie ich die auch selber schaffe. Also, bisschen Geduld ist da natürlich gefragt. Gut, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zuschauen und ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.